Hallo, mein Name ist Xenia van Edig und zusammen mit meinem Kollegen Dunifir Tanage bin ich für den Verlag Tipoppen Publishing verantwortlich. Wissenschaftliche Publikationen weltweit sind oft nicht frei verfügbar, sondern hinter Bezahlschranken versteckt. Dies hat für AutorInnen und LeserInnen mehrere Nachteile. AutorInnen übertragen den Verlagen meistens die exklusiven Nutzungsrechte. Und private Personen und Bibliotheken zahlen hohe Beiträge für Abonnements oder einzelne Artikel an, genau, die Verlage. Dazu kommt, ein Großteil der Forschungsprojekte, deren Ergebnisse so publiziert werden, wird aus öffentlichen Mitteln finanziert. Das heißt, die SteuerzahlerInnen zahlen doppelt, wenn sie diese Ergebnisse einsehen möchten. Wir sind der Meinung, dass Forschungsergebnisse kostenfrei und öffentlich zugänglich sein sollten. TIB Open Publishing ist ein Open Access Verlag, der an dieser Stelle anknüpft. Bei uns können wissenschaftliche Zeitschriften und Konferenzbände veröffentlicht werden. LeserInnen entstehen dadurch keine Kosten und AutorInnen behalten die Rechte an ihren Werken. Und das Besondere, anders als bei vielen anderen Open Access Verlagen, bezahlen auch AutorInnen nichts für die Publikation. Ganz kostenfrei ist unser Angebot trotzdem nicht, denn hinter einer Zeitschrift oder Konferenzpublikation steckt jede Menge Arbeit. Die Artikel und Beiträge müssen beispielsweise für die Publikation vorbereitet werden und auf Plagiate kontrolliert werden. Selbst wenn Beiträge aus Sicht der AutorInnen schon fertig sind, ist noch viel zu tun, bis sich eine Publikation im Web of Science, dem TIB-Katalog oder in Google Scholar finden lässt. Die moderaten Kosten werden von den Einrichtungen, die für die Herausgabe der Zeitschrift oder Konferenzpublikationen verantwortlich sind, übernommen. Mit TIB Open Publishing wollen wir dazu beitragen, dass Open Access Publikationen nicht mehr nur die zukunftsweisende Alternative sind. Open Access soll künftig der Publikationsstandard werden. Tschüss!